Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. Wisst ihr, warum es für den Umbau des Hamburger Volksparkstadions notwendig war, eine Ausnahmegenehmigung des Luftfahrtbundesamtes einzuholen? Das und vieles mehr erfahrt ihr in diesem Video. Viel Spaß! Das Volksparkstadion befindet sich im Hamburger Stadtteil Bärenfeld im Altonaer Volkspark und ist die Heimspielstätte des Hamburger SV. Das Stadion wurde 1953 eröffnet und war Austragungsort von zwei Fußball-Weltmeisterschaften, und zwar 1974 und 2006, einer Fußball-Europameisterschaft 1988 sowie des Europa-League-Finals von 2010. Das erste Stadion im Altonaer Volkspark war das Altonaer Stadion. Eingeweiht wurde es am 11. September 1925. Ab 1927 fanden dort auch Länderspiele sowie 1928 das Endspiel um die deutsche Meisterschaft statt. Zwischen 1951 und 1953 wurde das Stadion neu errichtet und hatte zunächst eine Kapazität von 76.000 Plätzen. Die Baukosten betrugen 2,5 Millionen Mark. Nach der Gründung der Fußball-Bundesliga 1963 verließ der HSV den Sportplatz Rotenbaum und trug seine Heimspiele fortan im Volksparkstadion aus. Zur Fußball-WM 1974 wurde auf der Gegengeraden eine überdachte Sitzplatztribüne gebaut, wodurch sich die Kapazität auf 61.300 Plätze verringerte. Bis zum Umbau 1998 gehörte das alte Stadion unter den Fans zu den unbeliebtesten in Deutschland, da im weiten Rund kaum Stimmung aufkam. Der Umbau während des laufenden Spielbetriebs begann am 2. Juni 1998 und dauerte bis zum Sommer 2000. Die Tribünen wurden nah an das Spielfeld verlegt und das Spielfeld selbst um 90 Grad gedreht. Das Stadion und das Grundstück würden für eine symbolische Mark vom HSV aus dem Besitz der Stadt erworben. Die Kosten für den Umbau sollten rund 159 Millionen Mark, rund 81,3 Millionen Euro betragen. Der HSV als Eigentümer musste die Kosten alleine tragen, erhielt jedoch einen Zuschuss von 21,3 Millionen Mark, 10,9 Millionen Euro. Im September 2000 musste eingeräumt werden, dass sich die Kosten auf 195,5 Millionen D-Mark, rund 100 Millionen Euro, und damit deutlicher erhöhen haben. Der Umbau bedurfte einer Ausnahmegenehmigung des Luftfahrtbundesamtes, weil der Bau in der Haupteinflugschneise der Start- und Landebahn des Hamburger Flughafens liegt und das tiefe Überfliegen von Menschenansammlungen nach Möglichkeit vermieden werden soll. Anlässlich der Fußball-WM 2006 wurden 5,2 Millionen Euro in die Installation eines elektronischen Zugangssystems, ein neues Pressezentrum und höheren Sicherheitsvorkehrungen investiert. Zur jetzt anstehenden Fußball-WM 2024 sind Umbauarbeiten für 30 Millionen Euro geplant. Im September 2020 wurde das Grundstück für 23,5 Millionen Euro wieder an die Stadt verkauft, die im Gegenzug ein Erbbaurecht bis 2087 einräumte. An Erbbauzins zahlte HSV bis 2087 insgesamt ca. 28 Millionen Euro. Das Stadion bietet aktuell 57.000 Zuschauern auf vollständig überdachten Rängen Platz. Die Plätze sind aufgeteilt in 47.000 Sitz- sowie 10.000 Stehplätze. Die Eintrittskarten kosten aktuell zwischen 18 und 99 Euro. Wie immer noch ein paar Hinweise zur Anreise zum Stadion. Vom Hauptbahnhof aus fahrt ihr mit den S-Bahnen 3 Richtung Pinneberg oder 21 Richtung Elbgaustraße, vom Bahnhof Dammtor mit der S21 Richtung Elbgaustraße sowie vom Bahnhof Hamburg-Altona mit der S3 Richtung Pinneberg jeweils bis zum S-Bahnhof Stellingen, Volksparkstadion. Von dort sowie vom Bahnhof Ottmarschen, dort hält die S11, fahren an Spieltagen Shuttlebusse in der Regel ab 2 Stunden vor Spielbeginn direkt zum Volksparkstadion und nach Spielschluss wieder zurück. Von den Bahnhöfen Stellingen und Eidelstedt, der Bahnhof ist eine Station hinter Stellingen, ist das Volksparkstadion auch zu Fuß in ca. 15 Minuten zu erreichen. Bei der Abreise nach Spielschluss wird empfohlen, vorrangig den S-Bahnhof Stellingen zu nutzen. Bei einer Anreise mit dem Bus benutzt ihr bitte die Linie 22. Sie verkehrt zwischen dem S-Bahnhof Blankenese und dem U-Bahnhof Kellinghusenstraße bis zur Haltestelle Schnackenburgallee. Falls ihr mit dem Fahrrad kommen möchtet,
befindet sich in unmittelbarer Nähe zum Volksparkstadion eine Stadtratstation. Zudem befindet sich direkt am Volksparkstadion ein Fahrradparkplatz. Dort können Fahrräder kostenlos abgestellt werden. Die Eintrittskarten berechtigen zur kostenlosen Nutzung aller Verkehrsmittel des Hamburger Verkehrsverbundes. Zur Hin- und Rückfahrt am Spieltag. Aufgrund der angespannten Verkehrssituation wird generell die Anreise mit Bus und Bahn oder dem Fahrrad empfohlen. Für die Anreise mit dem Auto über die A7 verlasst ihr diese an den Ausfahrten Volkspark, Stellingen oder Bahrenfeld. Falls ihr über die A23 kommt, fahrt ihr bis zum Autobahnkreuz Hamburg-Nordwest, dann auf die A7 Richtung Süden bis zu den Ausfahrten Volkspark oder Stellingen. Seid ihr über die A1 unterwegs, fahrt ihr bis zum Autobahnkreuz Hamburg-Südwest, dann auf die A7 Richtung Norden bis zur Ausfahrt Volkspark. Bitte folgt dann immer der Beschilderung zum Volksparkstadion. Bei Nutzung eines Navis beachtet bitte, dass die Silvesterallee am Spieltag gesperrt ist. Durch die Sperrung des Parkplatzes Braun an der Schenkenburgallee ist diese unbedingt als Zufahrt zu den Parkplätzen Rot, Grau und Blau zu meiden. Andernfalls ist mit langen Wartezeiten zu rechnen. Wie immer habe ich unten in der Beschreibung einen Link mit den Hinweisen zur Anreise hinterlegt. Ich bin mit der S-Bahn angereist und bin bis zum S-Bahnhof Stellingen gefahren. Von dort aus fahren ja die Shuttlebusse und muss sagen, das ist super organisiert. Kaum war der eine Bus voll und ist weggefahren, kam schon der nächste. Und man war innerhalb von kurzer Zeit am Stadion. An dieser Stelle mal einen kleinen Break. Über 90%, die sich diesen Kanal anschauen, haben doch kein Abo abgeschlossen. Dieser Kanal kann aber nur wachsen mit eurer Unterstützung. Deswegen nutzt jetzt die Gelegenheit, klickt drauf, abonniert den Kanal, haut auf die Glocke, damit ihr informiert seid. Ich würde mich riesig drüber freuen über eure Unterstützung und damit weiter mit dem Video. Auch das darf natürlich wieder nicht fehlen, das Bild vom Stadionmenü. Wie gewohnt kommen wir wieder zur Bewertung meines Besuchs. Ich weise wieder darauf hin, dass diese Bewertung nur meinen persönlichen Eindruck meines Besuches widerspiegelt. Andere dürfen und können durchaus eine andere Meinung haben. Fangen wir jetzt aber an. Verkehrsanbindung. Das Stadion ist mit den öffentlichen Verkehrsmitteln wirklich sehr gut zu erreichen. Am Bahnhof Stellingen stehen mehr als ausreichend Shuttlebusse zur Verfügung, die in einem sehr kurzen Takt sowohl zum als auch vom Stadion wieder zurückfahren. Das ist einfach top. 10 von 10 Punkte. Stimmung. Die Stimmung im Stadion war einfach gut. 9 von 10. Stadionmenü. 11 Euro für die Bratwurst und das Bier. Gut, da war auch ein Euro Pfand mit dabei, aber das ist echt heftig und bisher das teuerste, was ich bezahlen musste. Die Wurst war okay, das Brötchen aber total weich. Es gab außerdem noch genügend Auswahl an anderen Speisen. Allein schon aufgrund des hohen Preises und der Qualität nur 6 von 10 Punkte. Sicht. Der Zuschauer sitzt nah am Spielfeld, Einschränkungen gibt es keine, 10 von 10 Punkten. Stadion. Das Stadion ist ein reines Fußballstadion und befindet sich teilweise aufgrund der anstehenden Europameisterschaft im Umbau. Die Plätze sind sehr bequem, Sichteinschränkungen gibt es keine und ich habe zu meiner Überraschung mehr als genügend Beinfreiheit am Platz. Einzig und alleine hat mich gestört, aber vielleicht habe ich es auch nicht gesehen, dass es nur eine Stelle gab, wo ich mich mit Essen versorgen konnte. Ich hoffe, das ist allein dem Umbau geschuldet. Daher vergebe ich
9 von 10 Punkten. Insgesamt kommt damit das Volksparkstadion in Hamburg auf 44 von 50 möglichen Punkten und landet auf Platz 3. Und damit ist dieses Video auch schon wieder beendet. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn dem so ist, wie ich vorher schon sagte, abonniert den Kanal, unterstützt mich mit einem Abo. Wenn ihr Kritik und Anregungen habt, schreibt es mir unten in die Kommentare rein. Ansonsten würde ich mich freuen, wenn wir uns beim nächsten Mal wiedersehen. Bleibt gesund, macht's gut, euer Stadiontester.